Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last One of Us Part 1. Wie ihr es ja gestern gesehen habt, Es war beziehungsweise heftig. in der gestrigen Alles klar? Folge, haben wir es Ich habe ja jetzt diesen Funkturm. sehr turbulent und dramatisch bis hierher geschafft und ja, haben die Brücke überquert, müssen jetzt hier den Hey, Funkturm vielleicht finden suchen. wir was in dem Boot da drüben. Und ja, Bin das schon ist heute unsere dabei. Aufgabe, hier in den Funkturm zu finden und mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind ja mittlerweile zu viert. Das habt Augen ihr offen gesehen. halten. Die beiden da vorne sind jetzt unsere Begleiter, Henry und sein Bruder. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es hier jetzt vonstatten geht, wie es hier vorangeht. Ich habe das, wie gesagt, ein bisschen gepimpt, um einfach mal durchzukommen, weiterzukommen. Ich hoffe, das ist okay. Was? War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist es etwas anders. Eins nach dem anderen. Also mir wieder einiges ein. Lesen wir das auch mal kurz. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zu See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr in dieses Boot. Hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr, wie was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. Gut, gut. Wollen wir das mal beherzigen. So, was gibt es hier zu tun? Nichts. Gut, dann kommen wir hier wieder raus. Mal hier rum. Scheint es aber auch nicht wirklich was zu geben. Mal hier hoch. Können wir das? Scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder runter, wenn wir da eh nicht hochkommen. Aber vielleicht kommen wir ja da runter. Ein Amulett. Anhänger, der von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Josh Scheffler, 000127. Wer weiß, wozu man das gebrauchen kann. So, er scheint sie aber auch nicht zu geben, oder? Okay. Versuchen wir hier mal wieder rauszukommen. Und schauen wir mal, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Braucht man nicht so wirklich. Hier ist Endstation. Ja, das scheint erstmal wirklich so zu sein. Da hat er, glaube ich, gar nicht so Unrecht. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Klar, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Sarkasmus. Es geht voran. Die Kleine ist cool. Ich mag die. Hey, Ich mag Ellie! die wirklich sehr. Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Auch für 14 ist sie so verdammt tough. Hey, ich Echt wette, das Wahnsinn. führt da ganz durch. Hilf mir mal damit. Okay, zusammen. Na los. Packen wir es. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Oh.
Dann schauen wir mal. Sollte vielleicht die Waffe ändern. Joe, wir sollten uns hier umsehen. Wir gehen hier lang. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Wenn du das aufkriegst, krieche ich durch und mach die Tür auf. Oh, yes, eine riesige Ratte. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgängen ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal ein Kanal-Maulwurf-Mann. Gut, so viel dazu. Dann sind wir hier wohl durch. Oder auch nicht. Hier geht es nämlich irgendwie nicht weiter. Gut, dann müssen wir wohl doch da weitergehen. Oder? Ne, hier geht's doch um. Alles klar. Hier lang! Da vorne scheint ein Weg zu sein. Gleich hier! Hier raus? Ich komme nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir die zwei. Hey, vielleicht bringt das irgendwas. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Ich muss wohl was überlegen. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Lass mich doch mal durch. Eben überlegen hier. Wie geht das jetzt? Ich komme nicht an.
hinten irgendwas, was ich nutzen kann? Irgendwie muss man hier weiter. Ich weiß aber noch nicht so genau wie. Da geht nichts. Irgendwo ist hier ein Trick. Ich muss rausfinden, wo was angezeigt wird. Helft mir mal, Leute. Irgendein versteckter Trick ist hier, beziehungsweise immer muss hier was angezeigt werden. Ich muss es nur finden. Hatten wir schon, da geht es nicht weiter. Es muss, also im Wasser kann man anscheinend nicht weiter. Hier irgendwie in was irgendwo. Komm ich auch nicht durch. Ah, es ist echt nicht einfach. Hier wird auch nichts angezeigt. Es muss irgendwie da in dem Raum versteckten Mechanismus geben. Ist einfach nur nicht wo. Can't clear of moving platform. Also die gibt, die wird irgendwie bewegt, aber wie? Das ist die große Frage. Also die muss irgendwie bewegt werden. Leute, das ist jetzt echt tricky.
da. Der scheint da so hin, aber ich kann da nichts da machen. Mein Gott. Irgendwas vergessen, was ich nicht gesehen habe hier. Da ist was. Versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Ich sehe mich mal um. Bleib Wasser. Material. Ansonsten kann man hier nicht viel machen. Wieder raus. Noch eine Leiter. Ich bin noch ganz. Thank you.
das schon wieder. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Hoch. Da kannst du nicht, da kann ich dich nicht reinschieben. Die dann hinbringen. Ach, da hinten wahrscheinlich. Oh, es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Lieber nicht laut. Komm ich jetzt hoch? Wir sollten gehen. Klar. Bitte gerne, aber ich komme ja nicht hoch hier. Wir zwei beeindruckt. Wir sind schon Profis darin. Also, geht doch. Was ist denn damit? Da wo Leute drin sind? Kann sein. Gehen wir da wirklich rein? Keine andere Wahl. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wichtig, bitte lesen. Sicher gehen, als alle Türen abgeschlossen sind. Nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht umschreien oder laut spielen, ins Versteck rennen, wenn der Alarm losgeht. Ja, das klingt gut. Ellen, nicht. Beruhig dich. Hey Sam, ja? Stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Oh, Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Ja. Sorry.
Wo geht's jetzt hier weiter? Jetzt wird wieder ausgegangen. Da ist noch was. Hörst du das? Infizierte. Leise. Wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Ja, ihr könnt es ja selber lesen. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Schauen wir mal. Lecker! Sam! Oh. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Hey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf, los. Scheiße. Die schaffen das. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Okay. Verfluchte Scheiße, ich hasse diese Viecher.
danach schon. Na bitte. Gut gemacht. Hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Alle nach oben! Na los! Schnell! Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los! Achtung! Mist. Dann mal los. Oh. Seht mal da. Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Echt, ey, danke. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Leute. Ja. Wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Hä? Der Funkturm. Mal sehen, wie wir hinkommen. Dann schauen wir mal. Aber damit machen wir in einem nächsten Video weiter.
Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr seht das dann, wie es weitergeht in einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedeni Spieters. Haut rein, macht's gut. Habt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedeni Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.